Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two-Man Game. Für die Zuschauer, wir sind hier gerade in der University of Denver, im Dorm von Dan Mokuna. Stell dich doch einfach mal vielleicht kurz vor, wie du zum Basketball gekommen bist und wie du vor allem hier zur Universität gekommen bist. Ja, also erstmal stelle ich mich mal kurz vor, ich bin Dan Mokuna, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Freshman hier an der University of Denver. Ehrlich gesagt, bei IBAM erstmal angefangen, so wirklich so Basketball auf einem hohen Niveau zu spielen. Und ich fand, es hat mir richtig Spaß gemacht, die Zeit dort in München, und hat mir auch viel geholfen. Und ich habe auch mit sehr vielen anderen College-Spielern, die jetzt auf dem College sind, auch gespielt. So. Deswegen, letztes Jahr war so meine Senior Season in Highschool, würde ich mal sagen, so bei IBAM. Und und da hat mich der Trainer halt recruited und hat dann halt auch meinen Head Coach Robbie Scheinberg, Shoutout, angeschrieben und hat dann gefragt, so wie es mir geht. Dies, das, und ist dann auch direkt nach München eingeflogen, um mich spielen zu sehen und so. Und ich habe eigentlich noch nie was von Denver gehört, also bevor ich hingekommen bin. Und ich habe jetzt keinen School-Visit gemacht oder so, aber ich dachte mir so, ja, okay, schaue ich es mal an, so im Internet, dies, das. Und ich habe auch viel mit meinem Headcoach geredet und die hatten auf jeden Fall sehr krasses Interesse gezeigt erstmal, und das dachte ich mir, ist eigentlich ganz gut so, aber irgendwie fand ich noch so, ich hätte noch viel Zeit so, weil ich war ja noch mitten in der Saison, als sie mich angeschrieben haben, und da dachte ich mir so, ja, muss ich noch ein bisschen warten, ne? Und dann habe ich erstmal so 2 Wochen gewartet, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, okay, so, ich habe dann mit Robbie auch geredet und der meinte halt, ja, du musst auf jeden Fall committen, du musst auf jeden Fall unterschreiben, ne? Und da dachte ich mir auch so, ja, okay, ist eine gute Idee, weil falls ich jetzt dieses Offer jetzt irgendwie verlieren sollte, ne, dann Hattest du zu dem Zeitpunkt auch noch so andere Offers quasi auf dem Tisch, richtig? Ich hatte bisher nur Interest gehabt. Also ich hatte von der Fordham University in New York hatte ich ein Interest. Also da hat mich der Assistant Coach angeschrieben mal. Aber da hat er sich auch nicht mehr gemeldet. Und dann hatte ich auch noch eine Nachricht von Queen's University. Aber ich habe mir auf Google habe ich mir irgendwie 15 Universities angeschaut, die halt genau gleich heißen. Deswegen dachte ich mir, nee, das ist auch unseriös. Und da habe ich mich auch für Denver entschieden, so, ne? Ja. Aber weil du es gerade angesprochen hast, krass, also du hast quasi, also wann hast du ganz normal quasi angefangen, Basketball zu spielen? Also vielleicht nicht auf höherem Niveau, aber seit wann spielst du Basketball? Ich spiele Basketball, seitdem ich 9 bin, 8, 9 ungefähr. Ja, also ich dachte mir so, erstmal so, Basketball war halt so eine ganz niedrige Sache so für mich, weil ich bin aus Dortmund und es ist halt eine Fußballstadt, und ich dachte mir halt, ja, okay, Fußball und Basketball habe ich halt einfach zusammengemixt, ne? Und dann habe ich das erstmal so für 2, 3 Jahre so rumgespielt, und dann so als ich mit 11, 12 Jahren wurde ich halt ein bisschen größer, ein bisschen stärker halt auch, und da dachte ich mir halt, ja, okay, Basketball macht halt einfach mehr Sinn für mich, ja. Und dann wurdest du quasi in der JBL da von IBAM recruited und bist dann dahin? Ja, als ich 14, 15 war, in meiner Altjahrgangssaison bei der JBL, da habe ich wirklich das Interesse von nicht nur IBAM, aber auch von Ulm, von Würzburg und von Frankfurt bekommen. Ich habe mir Frankfurt sogar angeschaut und ich dachte mir erstmal so, Frankfurt ist eigentlich eine ganz gute Stelle, so, ne? Also wie man so von den alten Youngsters mal gehört hat, so Len Schaumann, weißt du, Maxi Biguet oder John Samare, da dachte ich mir auch so, ja, okay, mit Training, mit harter Arbeit, dachte ich mir so, ich könnte mal auch so Nationalspieler werden, so, weißt du, was ich meine? Und habe ich auch mit dem Trainer geredet und die meinten halt, es ist halt unsicher, wie ich bei den WGs halt leben kann, weil da haben eigentlich nur Nationalspieler gespielt. Calvin Schaum, kennst du ja auch, ne? Ja. Der hat da auch gewohnt, und ich konnte da nicht jetzt zu 100% wohnen, weil ich war halt einfach unterm Radar, würde ich sagen. Ja. Und deswegen habe ich mich dann für IBAM entschieden, weil bei IBAM war es halt so, man ist in Schwabing mitten in der Stadt, weil es ist richtig geil. Und das ist wirklich krass. Und weißt du, da hast du halt die Ursula, hast du da die Trainingsstätte dort, die Mora, kannst halt jeden Tag hin werfen, kannst du mit einem Teammate, weißt du, hast halt so viele Ressourcen. Ja, sehr viele Basketballmöglichkeiten einfach, eben, die du Work reinputten kannst. Genau, deswegen dachte ich mir, IBAM ist halt einfach die perfekte Stelle. So schulisch gesehen ist halt viel, viel schwieriger gewesen, aber immerhin hat man es dann halt am Ende, im Endeffekt hat man es geschafft, ne? So das Abi halt, ja.
Deswegen. Bist du direkt mit zu IBAM gegangen mit dem Gedanken, dass du ans College willst? Eigentlich nicht. Also ich bin ja mit 16 erst nach IBAM deswegen gekommen, ja. Und ich dachte mir halt erstmal so, ja, ich möchte nach den 3 Jahren möchte ich halt einfach Profi werden. So Profi war halt immer so mein Ziel, weißt du, aber so spezifisch College so war eigentlich gar nicht mein Ziel. So, ja. Krass, also du bist jetzt quasi nicht, weil es gibt ja einige Leute, die IBAM so ein bisschen dafür kennen, also vielleicht war es vor 3 Jahren noch mal ein bisschen anders, aber mittlerweile ist ja wirklich so ein bisschen bekannt dafür, dass Leute, die ans College gehen wollen, irgendwie von überall her zu IBAM kommen, weil sie halt merken so, dass natürlich auch Robbie einfach gute Connections hat so. Deswegen, ich weiß nicht, krass, aber dann hat es sich ja sowieso gut ergeben für dich. Wann kam denn dann der Switch, so als du gemerkt hast, weil, also ich meine, als ich ja auch, ich bin ja auch deswegen dahin gegangen, um ins College zu gehen, und das wär, der Vibe im Team ist ja, alle reden da nur immer über hier, Opfer von bla bla bla, ich habe hier mit dem gequatscht und so und so. Weil halt jeder auch irgendwie einen von einem älteren Jahrgang kennt, halt so, weiß nicht, safe. Mit Oscar angefangen, dann Tristan. Ja, das so. Ist ja auch der Vibe da so, also ist ja auch safe. Deswegen so. Aber wie, wann kam das so, wo du dachtest so, erstmal wo du dir dachtest so, okay, das will ich und darauf arbeite ich jetzt eher dahin, und so, wann war das, wo du dir auch dachtest so, okay, das ist jetzt wirklich realistisch für mich und so, I'm gonna get it. Das war in der zweiten MBBL-Saison, würde ich sagen. Im ersten MBBL-Jahr dachte ich mir nur so, ich möchte halt einfach nur da mal sein, so weißt du, unter Spielern, die halt jeden Tag trainieren und so. So, ich hatte nicht so ein wirklich spezifisches Ziel gehabt, aber so im zweiten MBBL-Jahr, weißt du, da hatten wir fast gar keine Saison. Und da dachte ich mir halt so, ja okay, nach dem ersten Jahr habe ich jetzt nicht so viel Spielzeit gesehen. Und da wollte ich halt einfach nur so Robbie beweisen, okay, ich kann halt viel mehr spielen als das, weißt du, und das hat sich auch gezeigt, so ich habe zwar nicht so viele Spiele gespielt in der Covid-Season, aber da dachte ich mir so, ja okay, College könnte schon was werden, so, ne, und ich hatte auch so öftere Gespräche mit Robbie gehabt und er meinte auch so, ja okay, schau dir mal Oscar an, schau dir mal Tristan an oder Isaiah, weißt du, die haben hier auch 3 Jahre verbracht und sind dann direkt aufs College gegangen und halt auch die Benefits, die du halt auch als College-Spieler hast, so, weißt du, bist halt 4 Jahre auf dem College, 5 Jahre oder so, kannst deinen Bachelor machen, kannst deinen Master machen und danach kannst halt immer noch Pro gehen. Und in der Zeit, wo du College gespielt hast, so, da spielst du High Level, einfach. Und ja, deswegen, ich fand halt einfach, College war halt einfach die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und ich meine, nach den 4 Jahren, wo ich hier auf dem College verbringe, dann kann ich halt immer noch irgendwo erste Liga spielen in Europa oder so. Ja, das wäre dann. Wie war das für dich? Also jetzt bei der Entscheidung, gab es auch irgendwie andere Möglichkeiten? Also gab es auch irgendwie Teams in Deutschland oder so, die auch Interesse gezeigt hätten oder wo du gesagt hättest, das wäre überhaupt in Frage gekommen? Oder war für dich klar, ich will eigentlich nur ins College gehen? Und wenn ja, würdest du sagen, was war so der Hauptgrund, dass du gesagt hast, du möchtest unbedingt ans College gehen und nicht zum Beispiel in ein gutes europäisches, also irgendwie ein gutes Programm gehen und irgendwie Pro A spielen oder sowas zum Beispiel? Gibt es ja auch immer so ein bisschen diese Frage so, macht man das oder macht man das? Mhm. Ja, immer so ein bisschen so ein Thema. Ja, ich finde halt einfach, ich hatte sehr viel selbst reflektiert und ich dachte mir halt so, ich hatte auch mit meiner Familie darüber geredet und wir dachten uns halt einfach, dass Schule einfach wichtig ist. So, klar habe ich mein Abi, aber was mache ich dann danach so, ne? Und es kann ja halt viel passieren so. Und ich dachte mir halt, okay, wenn ich halt Pro gehe, erstmal so direkt nach dem MBBL-Jahr, so dann werde ich halt bei der Profimannschaft werde ich auch nicht viel spielen. Und da dachte ich mir halt so, als College-Spieler, weißt du, wenn du nach 4 Jahren Erfahrung hast und spielst dann halt in einer Profimannschaft, dann wirst du schon einiges mehr Spielzeit bekommen. Safe. Definitiv. Deswegen, das war, also ehrlich gesagt, war es nur so der Schulgrund, warum ich aufs College bin und auch wegen dem Level halt auch hier, ne? Weil ich möchte mich halt auch gegen amerikanische Spieler beweisen und so. Und das war halt so der Hauptgrund, würde ich mal sagen, ja. Also einfach eigentlich so die perfekte Mischung, dass du gesagt hast, du hast eigentlich beides. Du kannst auf höchstem Niveau Basketball spielen und du kannst parallel trotzdem so irgendwie dich mit Schule absichern. Genau. Ja, ist auch geil. Also genau. Haben wir auch mit Tristan drüber geredet. Digga, das ist halt das die beste. Ja, das safe. Ist nice, so, das ist ja das, warum wir alle sagen. So ist, warum es nur ist eigentlich eine dumme Frage, aber warum ist, also es ist schon traurig eigentlich, dass es sowas nur in den USA gibt und nicht irgendwie mehrere Leute da, weil es gibt ja auch in anderen Ländern gute Athleten, aber irgendwie so, ich glaube einfach, haben wir so oft schon gesagt, ich glaube in den USA ist einfach der Stellenwert von Sports ja nicht nur Basketball, es ist ja auch Football oder es gibt ja für alle Scholarships, was du ja vorhin schon gesagt hast. Definitiv, ja. Glaube ich, so krass, es wird ganz anders irgendwie gewertschätzt, wenn du einfach hier so viel in Sport investieren willst. Wir haben so oft drüber geredet, Lerner und ich, dass wir gesagt haben, in Deutschland ist es eher so, dass du dann vielleicht, keine Ahnung,
wenn du ein Musikinstrument spielst oder wenn du irgendwie künstlerisch begabt bist, ist dann vielleicht eher so ein bisschen, da wirst du ein bisschen mehr gefördert, aber Sport ist immer so ein bisschen, außer du spielst Fußball so in Deutschland. Mhm. Das ist, glaube ich, so die einzige Möglichkeit, wo du, was also einfach richtig finde, angesehen ist. Ich würde jetzt vielleicht so fördern, vielleicht das falsche Wort, ich würde eher so Awareness sagen, weißt du, was ich meine, so, dass so, dass Leute... Naja, aber fördern ja auch ein bisschen jetzt, wenn du dir zum Beispiel, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber bei dir zum Beispiel auch mit 3 gegen 3 so, weißt du, was ich meine, das ist so eine kleine, in Anführungszeichen, yeah, safe. In, also so... Das ist ja zum Beispiel auch also die Leute haben ja gar kein Verständnis dafür. Das ist ja, genau, das obwohl ja du ja genauso hart ackerst wie in anderen, also keine Ahnung, ist ja egal, ob du jetzt Football spielst oder Basketball spielst, du musst ja überall hart arbeiten, so um da überhaupt hinzukommen. Mhm. Und vor allem, glaube ich, das ist ja auch nochmal das Krasse, so, das ist ja das, warum wir das hier eigentlich auch machen, so für euch jetzt so aus Deutschland oder aus Europa zu kommen und dann sich mit den Leuten hier nochmal zu messen, ist ja, glaube ich, auch was ganz anderes, als irgendwie in Deutschland bisher die ganze Zeit nur gespielt zu haben. Definitiv, so. Ja. Definitiv. Also ich würde da auf jeden Fall 100% Agreement geben, weil, weißt du, wenn ich gegen MBBL-Mannschaften wie Bamberg oder heutzutage Frankfurt spiele, so, das ist halt, klar ist es MBBL, klar ist es die Erstliga von der U19, aber es ist halt nicht das Wahre, so. Deswegen, wenn du da halt Erstliga spielst, also in Deutschland ist es nichts Besonderes, aber auf dem College so, ist es was ganz, ganz Besonderes, so, weil da gehen so viele NBA-Prospects, weißt du, Erstliga. Ist ja so begehrt, jeder will ja eigentlich dahin. So. Wie viele Zuschauer sind zum Beispiel bei euren Spielen da? 500 bis 700 ja, Leute, Digga, ungefähr. Das ist so, deswegen, wenn du das jetzt vergleichst mit Pro-B-Durchschnitt oder sowas. Das ist in so guten Pro-B-Hallen ist es vielleicht so. Schlechteren aber nicht. Ja, so. Ja, genau. Digga, das ist so krass. Aber was war so die größte Umstellung, die du hattest hier in Amerika quasi? Also, wo du dachtest, so, okay, krass, das habe ich mir so ein bisschen anders vorgestellt. Einfach die Kultur so beim Game Day, weißt du, bei der MBBL. Weißt du, da hat man 40 Minuten, 45 Minuten Warm-up gehabt, so. Und dann ist man auch direkt, weißt du, hat man gespielt, so, ne? Aber hier ist es halt so ein richtiges Ding, so ein Game Day. Weißt du, da hat man erstmal so ein Shootaround am Morgen, so. Und dann spielt man erstmal so eine Stunde, so die Plays der anderen, des gegnerischen Teams halt. Am gleichen Tag, genau. Und das ist halt so ein Walkthrough, Shooting Round, kannst halt alles Mögliche. Und das ist halt was. Das ist halt was ganz Besonderes, so ein Game Day, okay? Und da muss halt alles sitzen und danach hast du halt ein Pre-Game-Meal, weißt du, da setzen wir uns hin mit der Mannschaft so und dann haben wir zusammen so ein Essen und danach hast du noch so 2-3 Stunden, wo du dich auch einfach mental vorbereiten kannst, so. Dann kannst nach Hause gehen, kannst alles Mögliche was machen, da hast du sozusagen deine Freizeit und danach, weißt du, wenn du in der Halle bist, so 1,5 Stunden vorm Spiel, weißt du, da ist jeder locked in und zieht sich erstmal um, dies, das und weißt du, dann geht's auf dem Feld und vor dem Spiel hat man da so eine Hymne, weißt du, die amerikanische Hymne und so und Spielervorstellung bei jedem Spiel, so ist halt bei manchen Pro-B-Teams, so, das ist halt einfach alles so ein großes Bild. Auch schon so professionalisiert einfach, das ist einfach krass, so krass, das ich immer noch, das kann ich gar nicht so, das ist, also auch wie du das erzählst, so, das ist halt einfach, glaube ich, liegt einfach auch an diesem Ding, weil für die das einfach so ein viel größeres Ding auch einfach ist. So dass die fühlen das einfach auch viel mehr. So, guck mal, so mit Pre-Game-Meal und so, das ist so viel cooler einfach so. Aber das ist natürlich auch für die ganze, also ich glaube, das ist ja das auch, jede einzelne Sache, von denen du, glaube ich, gerade aufgezählt hast, macht es ja zu so einer geilen Sache dann, so dieses Game Day einfach so. Mhm. Was bedeutet Game Day für uns? So, du fährst halt zum Spiel, wie du schon gesagt hast, machst Warm-up so und kriegst vielleicht noch, wenn du gewonnen hast, mit deinen Teammates danach essen so. Ja, klar. Aber sowas ist halt ganz was anderes. Hast du dich hier sehr professionell auch behandelt? Ich denke schon, weil ich meine, nach jedem Training kriegt jeder oder wenn jeder möchte, kriegt jeder Treatment und da gehen wir sozusagen in so ein Training Room und da sind schon so 5 Physiotherapeuten sind für dich da und massieren dich, weißt, da kannst du mit denen stretchen, hast mit denen so ein eigenes Programm, so Verletzungsprävention und sowas, weißt du, das ist halt was ganz, ganz Professionelles und bei IBAM, weißt du, da nach dem Training so, weißt du, bist du bei diesen kleinen Matten und machst du dein Stretching-Programm so, aber es ist halt, hier ist halt alles professionell und ich mag das auf jeden Fall. Also ich werde da auf jeden Fall Advantage nehmen, so, ne? Weil du hast ja auch bei IBAM, also ich meine, für die Leute, das kann man gar nicht richtig beschreiben, aber ich meine, als du zu NBBL gekommen bist, da warst du ja, also ich werde jetzt nicht sagen Trash, aber halt bist noch gar nicht damit klargekommen mit dem Niveau, was es war. Ja, klar. Und du hast halt, also Dan ist wirklich, kann ich auch also so sagen, wirklich einer von den Leuten, die am meisten Work reingeputtet haben.
Deswegen bin ich auch so froh, dass du die One-Offer, also hier bist, weil du hast wirklich mit am meisten eigentlich, also wahrscheinlich war danach nicht mehr da dann, aber so, also als ich da war, immer mit am meisten Work halt reingeputtet hat, so, und das hat also unsere jetzt, Quellen, Loris und Co. haben uns Loris das auf jeden Fall. Genau. Und von daher, das ist schon krass, und ich meine hier, wir waren ja auch gerade eben nochmal in der Halle und sowas alles, das ist ja schon, also man hat einfach so geile Möglichkeiten, wenn, man muss sie halt nutzen, weißt du so, man muss sie halt immer noch nutzen, aber du hast halt diese so krasse Möglichkeiten. Das ist naheliegender auf jeden Fall. Genau, ja. So, du kannst immer in die Halle, du kannst so viel Work reinputten, wie du willst, und es ist nicht so ein Ding, so, wie soll man das sagen, es kommt nicht darauf an, ob du nicht wollen, ob du nicht kannst, sondern es kommt eher darauf an, ob du nicht wollen würdest, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, definitiv. Also ich hatte immer so die Möglichkeit zu trainieren, auch bei IBAM. Aber wenn ich halt hier sehe, so wie viele Ressourcen ich habe, also das ist halt schon Luxus. Schon Luxus für mich, weißt du. Und es ist halt einfach so eine perfekte Quelle, um halt einfach erfolgreich zu werden auf dem College-Level, so weißt du. Und ich weiß, in jedem Sommer hat man halt so ein krasses Training-Programm. So jedes College hat so ein krasses Training-Programm. Und ich finde halt, wenn ich das mal so 3-4 Jahre durchziehe, so, ne? Das, wie lange ist denn euer Trainingprogramm? Das wusste ich gar nicht. Das ist halt, man fängt halt immer ganz, bei uns ist es halt so, man fängt halt ganz früh an, so im Juni. Fangen wir schon so mit Summer Workouts an und dann haben wir dieses Conditioning. Das ist halt auch schon ziemlich hart, aber es sind halt so Summer Workouts, weißt du, was ich meine? Und das geht halt über bis August ungefähr. Und da trainieren wir echt. 3 Monate lang. Ungefähr, ja. Krass. Wann beginnt die Saison? Im Oktober, weil im August haben wir Pause und im Oktober gehen wir richtig los. Ja. August, Digga, dann fängt man fast 5 Monate vor der eigentlichen Saison an zu trainieren für die Saison. Genau, September haben wir dann sozusagen Preseason, ja. Ja. So, Digga, das ist so. Ja geisteskrank. Ja, das schon. Das macht doch kein Team in Europa, oder? Ansatzweise. Geht ja gar nicht, weil die Saison, glaube ich, länger geht und dann sie auch früher wieder beginnt. Dann hast du ja auch noch sowas vielleicht wie EM oder sowas, ja. Nationalmannschaftsfenster oder so. Aber das ist schon. Spielst du Nazi nicht dieses Jahr? Nee, ich habe noch gar keinen Call von Nazi-Coach bekommen. Aber du könntest noch, ne? U20. Ich könnte noch. Ich wäre ja dann Altjahrgang U20, ja. Ah, okay. Mhm. Ja, inshallah. Was wir noch vielleicht, also jetzt zu diesem College-Thema auch nochmal, oder eigentlich so ein bisschen kombiniert mit, sowohl mit IBAM als jetzt auch, ich meine, das ist halt krass, du bist 19 Jahre alt. Du bist quasi mit 16 von zu Hause ausgezogen, erstmal zu IBAM gegangen, also erstmal zu dem vielleicht, und dann, dass du ja auch trotzdem mit 19, ist ja auch immer noch sehr jung, auch ans College zu gehen. Wie war das für dich so mit 16 komplett von zu Hause weg in jetzt auch nicht irgendwie so eine 1 Stunde entfernte Stadt, sondern so eine komplett neue Stadt, 4-5 Stunden von deiner Heimat entfernt, neue Schule, neues Umfeld, alles so. Beschreib es mal ein bisschen so, wie hast du das so gut gemeistert oder wie bist du damit klargekommen? Das war halt einfach so challenging für mich am Anfang, weil, weißt du, mit 16 so, da war ich einfach nicht so weit im Kopf wie jetzt, würde ich mal sagen. Weil mit 16 dachte ich mir halt so, ja okay, bin ich jetzt in einer eigenen WG, weißt du, ich teile mir ein Zimmer, ich habe einen Roommate. Und weißt du, dann muss ich halt einfach anfangen, selbst so für mich selbst zu sorgen. So independent. Alles. Wir kennen alle diese Geschichten, ja. Weißt du, ich muss halt einfach so viel selber machen und das war ich halt einfach gar nicht gewohnt. Also ich musste mich halt einfach, kochen musste ich selber, Wäsche waschen, weißt du, ich musste halt einfach Time-Management, musste ich einfach so gut kombinieren mit Basketball, mit Schule genau, und so. Genau, ja, das sind ja dann, hast ja trotzdem die Sachen, wo du durchziehen musst, egal ob Schule oder Basketball, das kommt ja sowieso dazu, also das ist echt krass. Definitiv, das war halt einfach so, das erste Jahr war schon das schwierigste Jahr für mich in München, weil einfach Schule war wichtig, Basketball war wichtig und weißt du, Robby ist halt einer so, der legt halt Wert auf beide Sachen so, dass wir halt beide meistern können, aber ich habe halt, in der Schule habe ich halt gestruggelt so, ich bin auch im ersten Jahr bin ich auch sitzen geblieben und da dachte ich erstmal so, okay, in 6 Monate bin ich halt zu Hause und was soll ich machen so, und da habe ich halt mit Robby geredet, mit Paolo noch damals, die meinen halt alle so, ja, trainier einfach hart. Weißt du, du hast jetzt nichts zu tun, ich habe keine Schule. So, und dann im nächsten Jahr kann ich halt wieder in die 11. Klasse. Und dann, weißt du, letztes Jahr habe ich dann mein Fachabi gemacht, so weißt du. Und so das erste Jahr war auf jeden Fall das krasseste Jahr für mich. Definitiv einfach nur von der ganzen Umstellung, wie du schon gesagt hast. Ja, alles zusammen. Es kommt alles zusammen. Hat dir dann so Basketball so ein bisschen diesen Halt gegeben? Oder wie war das? Weil irgendwas brauchst du ja quasi so irgendwie als Ausgleich dazu, dass du da ja nicht...
Also eingeknickt bist oder wer hat dir da oder so Familie oder wie war das? Ja, also meine Fam war immer so supportive für mich. Also ich hab immer mit meiner Fam jeden Tag gesprochen am Telefon, weißt du, oder die sind halt manchmal auch mal nach München gekommen so. Aber ja, es war eigentlich nur Basketball dann, ne? Für diese 6 Monate war ich dann jeden Tag in der Halle und hatte halt immer Zeit, 3-mal am Tag zu trainieren so. Und das habe ich halt auch ausgenutzt, bevor halt Covid kam so, ne? Und dann wurde die Saison dann halt kurz geschlossen so. War dann halt auch mies dann. Aber ja, Basketball war so wirklich das Einzige, was ich hatte, ja. Krass. Und ist es jetzt inwiefern ist jetzt der Schritt anders quasi, aufs College zu gehen, was ja nochmal anderer Kontinent ist quasi, wo du jetzt, wir haben auch deinen Dorm gesehen, ja auch wieder quasi mit einem Roommate hast so. Wie ist es da? Ist es eine andere Challenge oder inwiefern gehst du damit um dann? Ich finde halt einfach, anfangs war die Sprache für mich einfach challenging, weil klar, Englisch konnte ich halt immer sprechen, aber so wirklich so langfristig mit so Englisch, also mit Amerikanern zu sprechen, war halt einfach challenging für mich. Und ich fand halt einfach, es war kein großer Unterschied, so compared to the first year, aber ich fand halt einfach so die Sprache und die Leute hier, die verhalten sich halt einfach anders und der Schule. Kannst du das beschreiben? Weil ich finde das auch, aber ich kann das sehr schwer beschreiben. Leute hier sind einfach viel offener, würde ich sagen. Viel offener und so, wenn du halt auf die Straßen gehst, so vor allem als Basketballspieler, so, da spricht dich jeder an und fragt dich ja, spielst du Basketball? Muss ich halt immer ja sagen, so, ne? Also, denn das passiert halt nicht so oft in München halt so, deswegen fast nie, ne? Aber dieses Offener, glaube ich, trifft es richtig gut so, weil allein jetzt so die Tage, seitdem wir hier sind, so egal wo du bist, so, du fängst direkt mit Leuten Gespräche an, gerade auch wo wir mit dir in der Halle hier waren, das ist irgendwie so, alle Leute sind so ein bisschen kommunikativer, finde ich, oder gesprächiger auch. Definitiv, ja. Das, also, und lockerer eben auch einfach so, nicht mal nur offener, sondern irgendwie auch lockerer, also ist gar nicht so, natürlich sagt man ja manchmal so ein bisschen mit Deutschen so, aber so, du weißt, was ich meine, also ich glaube, es ist einfach alles so ein bisschen auf so einer entspannteren Basis, vor allem am College so. Ich meine, ihr lebt ja da sowieso, also ich meine, gibt ja so viele Leute, die da sind, so, das ist einfach nice. Also gerade so an so einer Campus-Uni, wo ihr alle so zusammenlebt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass ihr irgendwie so eine Community seid. Also Tristan hat ja so ein bisschen auch als so eine Family beschrieben, so, wie so eine, das ist eigentlich, glaube ich, auch geil. Ja, wie ist das basketballerisch hier? Was hast du da so bis jetzt am meisten mitgenommen? Also was war so der große Challenge-Unterschied, wo du dachtest, so, damn, Digga, das ist wirklich jetzt new für mich? Einfach nur die Basketballkultur erstmal. Basketballkultur ist einfach so viel mehr großgeschrieben hier, weißt du? Und ich fand halt einfach das Training, weißt du, ich musste einfach mich dran gewöhnen, dass das Training gefilmt wird. Das Training wird gefilmt jeden Tag und weißt du, die Trainer schauen sich das Trainingstape an und analysieren halt die ganzen Spieler und so. Und das ist halt alles viel professioneller, wie ich schon gesagt habe. Und ich finde halt die Relationship zwischen Spieler und Coach ist halt einfach ein bisschen enger, würde ich sagen. Vor allem für Spieler, die halt richtig viel spielen. So, die haben halt Individual Meetings mit denen, halt einmal pro Woche, zweimal pro Woche. Ich hatte jetzt nicht so viele Meetings mit denen, weil ich war einfach jetzt nicht der Key-Spieler in diesem Jahr, aber einfach die Relationship, da ist man einfach viel enger mit den Coaches so. Und ich denk mal so basketballerisch einfach so die Competition zwischen uns Spielern und Teammates, weil es war einfach jeden Tag, weil es haben wir 5 gegen 5, 4 gegen 4, immer so Competition-Möglichkeiten haben wir immer ausgenutzt. Und hier möchte halt einfach jeder great werden. Jeder möchte irgendwas werden. So. Das war ich halt einfach nicht gewohnt. Klar, bei IBAM ist eine Academy, da möchte fast jeder auf College, aber möchte wirklich jeder great werden. So, weißt du, was ich meine? Und hier ist halt jeder auf dem College, so jeder ist auf dem Scholarship, also da musst du schon echt ganz gut sein, so, ne? Und so, deswegen, da misst man sich schon so gegen ganz gute Spieler so. Und ja, der nächste Step ist ja auch, also so viel näher hier als irgendwie in Deutschland oder so, also quasi NBA. Ja, klar. Also direkt, man riecht es auch, vor allem wenn man halt auch ein NBA-Team hat, ja, ist auch nochmal, natürlich nochmal krasser, aber das ist ja auch das bisschen, was auch Tristan uns schon gesagt hat, dass so alle, du kannst gar nicht hier sein mit dem Gedanken,
Vielleicht irgendwann kristallisiert sich raus, aber alle sind erstmal hier, um dann, ich will Pro gehen und ich will. Ist ja auch klar, und ich will Pro NBA gehen und genau, nicht. Genau, sondern ich will nicht hierhin, um jetzt das auszunutzen, dass ich einfach 4 Jahre studiere for free, sondern so, ich will weitermachen und ich will noch krasser sein, ich will mir meine eigene Legacy schaffen. Hast du auch davor gehustelt, um dieses Scholarship überhaupt erst zu bekommen? So, oh, das wäre ja dann irgendwie, dann es nicht auszunutzen, wäre ja auch, keine Ahnung. Eine so, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen, aber würde uns natürlich auch noch interessieren, so, oder auch vielleicht für alle da draußen, so, du hast ja gemeint, du hast dieses Jahr nicht so viel gespielt, wie gehst du damit am besten um, oder wie bist du, also was sind da so deine, oder wie bist du bis jetzt, also war es für dich okay, hast du da auch irgendwie, bist du da, weil du gesagt hast, jetzt gerade mit diesem Kontakt mit dem Coach, ist es da dann auch so, dass du sagst, der hat dir da irgendwie auf jeden Fall zumindest Gründe genannt, dass du irgendwie auch, woran du arbeiten musst und sowas, also ist es dann, wie soll ich sagen, also dass du gut damit vorankommst für das nächste Jahr? Mhm. Ja, also ich hatte schon so ein Gespräch über mein Redshirt, also ich habe dieses Jahr geredshirtet und das war halt einfach so meine Selbstentscheidung. Ich war jetzt nicht verletzt oder so, weil normalerweise redshirtet man ja, weil man irgendwie was hat, so mit dem Knie oder sowas auch immer. Und bei mir war es halt nicht der Fall und ich habe dann halt nach 12 Spielen, wir hatten ja die ersten 12 Spiele, hatten wir 9-3-Record, also wir waren eigentlich ganz gut und in diesen 12 Spielen habe ich nur 3-mal gespielt, wurde ich nur 3-mal eingesetzt und da dachte ich mir so, irgendwas muss ich machen, so, weil ich habe, falls ich gespielt habe, das waren nur so 2 Minuten, Garbage Time, es war nicht viel und ich dachte mir halt so, ja, Redshirt könnte eigentlich ganz gut klingen, so, weil so als Redshirt. Was bedeutet Redshirt vielleicht? Kannst du noch mal kurz erklären für die Zuhörer? Also Redshirt heißt einfach, dass man diese Saison nicht spielt. Also man spielt keine Spiele, aber man ist sozusagen so ein Trainingsspieler. Und viele nehmen das, weil die halt einfach nicht dieses Jahr verschwenden möchten. Also es zählt quasi nicht als Scholarship, ja. Also du hast Scholarship, aber du kannst danach dann noch 4 Jahre lang. Genau, ja, genau. Okay. Ja, also ich hätte dann noch 4 Jahre lang, dann würde ich nächste Saison wieder als Freshman starten. Aber ja, viele nehmen das, weil die einfach dieses Jahr noch nehmen möchten, um halt einfach weiter zu spielen. So. Und das möchte ich halt auch. Ich möchte nicht irgendwie so ein Jahr nicht spielen und dann 3 Jahre so, ja, 15 Minuten, dann 20 Minuten, dann irgendwie 30 Minuten. Ich möchte schon so ein wichtiger Kern sein in meiner Freshman-Season nächstes Jahr, weißt. Und deswegen habe ich auch dieses Redshirt-Jahr genommen und ich dachte mir halt so, ich bin schon gut damit klargekommen, aber nach einer Weile dachte ich mir so, boah, ich vermisse schon so in richtigen Spielen zu sein, weißt. Weil es macht, weil es ist so, man trainiert. Um zu spielen, so. Ja, klar, weißt du, man trainiert halt 5-mal die Woche so mit einem Team und dann so am Wochenende hat man dann so die Spiele, also da freut man sich auch drauf, ne, und das ist halt das Besondere am Basketball halt und das hat halt so ein bisschen gefehlt so an mir und ich dachte mir halt so, ja, okay, wie kann ich halt mich verbessern, ohne dass ich halt wirklich spiele. Da habe ich halt einfach angefangen mit jeden Mal so nach dem Training 1 gegen 1 zu spielen, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3, weißt, je nachdem wie viele Leute down dafür waren, aber es war auf jeden Fall eine harte Zeit für mich, einfach das zu akzeptieren, erstmal. Weil erstmal musste ich akzeptieren, dass ich nicht viel spiele. Ja. Weil in den ersten paar Spielen dachte ich mir so, boah, warum spiele ich jetzt nicht so? Weil ich habe im Sommer, im September von bis Oktober in der Preseason, habe ich eigentlich ganz gut mittrainiert immer. Und dann hieß es ja, du wirst nicht viel spielen. Und mein Trainer hat mir gesagt, so, wärst du vielleicht im Juni gekommen letztes Jahr, wo wir alle angefangen hatten. Dann hätte ich auf jeden Fall Spielzeit bekommen, direkt am Anfang. Aber ich war ja noch in München, ich musste noch meine Abiturprüfung schreiben, weißt du. Und ich habe erst mein Abitur Mitte Juli bekommen. Und, weißt du, im August hatten die dann halt ein bisschen Pause gehabt. Und dann das erste Mal, wo ich die dann halt wirklich kennengelernt habe, war in der Frankreich-Reise, wo wir... Ja, stimmt, du bist aber diesem Europe-Trip dazu gekommen. Genau, ja, das haben viele Colleges gemacht. Das war doch sicher geil, ihr wart in Paris, richtig? Wir waren in Paris, wir waren in Lyon und Nice, genau. Nice. Ja, genau. Das ist auch nur einmal alle 4 Jahre, ne? Das ist alle 4 Jahre und das war schon echt geil, dass ich das direkt mit meinen Teammates machen konnte, ne? So, und dann bin ich halt von Deutschland nach Frankreich, weißt du, ein paar Stunden bin ich gefahren mit dem Zug, das ging schon. Und da habe ich die alle gesehen, das war echt richtig cool, wie die mich da celebrated haben, so, weil das war das erste Mal, wo ich die getroffen habe, so. Das war schon eine sehr geile Zeit, so. Da waren wir 10 Tage dort, weißt du, Familien sind gekommen. Die Frauen der Assistant Coaches und so sind auch alle mitgekommen. Es war besonders. Es war richtig besonders, ja. Das ist
kann ich mir vorstellen, krass. Aber das ist dann wie so ein, quasi einfach auch so ein Trainingscamp auch, also wo ihr dann auch so, also trainiert ihr da, ihr habt ja auch trainiert und quasi so Scrimmages gehabt, oder? Ja, wir hatten quasi, wir waren halt, ja, also wir haben das erste, beim ersten Tag haben wir einmal trainiert so wirklich und dann am zweiten Tag hatten wir auch direkt gespielt gegen Paris All-Stars hießen die, ist glaube ich so eine Zweitligamannschaft, haben wir auch gewonnen mit 10 Punkten und dann in Paris haben wir kein Spiel mehr gespielt, aber wir waren da für 4 Tage und dann für die nächsten 3 Tage waren wir dann in Lyon, haben wir auch gegen Zweitligamannschaft gespielt, weil einfach nur so gegen Low-Level like Mannschaften, um, genau. Gegen die haben wir dann halt einfach gespielt und da haben wir gewonnen. Da habe ich auch meinen ersten Punkt gehabt und da wurde ich auch erstmal das erste Mal eingesetzt. Ich dachte mir so, ich werde halt gar nicht spielen, weil der Trainer gesagt hat so, ja, du bist jetzt hier, weil du musst halt einfach nur Connections bilden und Relationships bilden, Leute so kennenlernen, alle. Leute kennenlernen, dies, das. Aber dann so beim zweiten Spiel wurde ich halt eingesetzt so auf random und ich dachte mir so, wow, okay, so, das ist, also es war etwas, wo ich gar nicht damit gerechnet habe und ja, da habe ich 2 Minuten gespielt, habe direkt auch meinen Dank gemacht und so und habe hab denen gezeigt, dass ich einfach ready bin, ne? Ja. Weißt, und beim dritten Spiel habe ich auch gut gespielt, habe ich 10 Minuten bekommen, 6 Punkte gehabt und so. Also es war perfekt eigentlich, so basketballerisch gesehen, so, ne? Man kann ja hier gar nicht, kannst ja hier quasi nur für die One, dann für die Liga quasi die Conference spielen, also für die Spiele, die ihr habt. Ihr habt jetzt ja nicht so eine, wie jetzt, keine Ahnung, in Deutschland, wo du dann so Oberliga oder zweite Regionalliga oder irgendwie sowas anderes, wo du noch mehr Spielpraxis bekommst, ne? Nee, nur die One, ja. Also das heißt quasi, wenn du jetzt hier nicht spielst, dann, also du hast gar keine Möglichkeit, so real Game Life zu bekommen, ne? Ja, yeah, ich hatte einfach nicht die Möglichkeit zu, was ich auch schade fand, aber ja, ich bin einfach nur hungrig auf die nächste Saison, weißt. Das sagt ja auch jeder mit diesem Freshman-Jahr, dass das immer dieses so, das muss man schlucken halt einfach. Muss man durch einfach. Das ist halt bisher bei jedem passiert und weiß, ich war zwar anderer Meinung, aber irgendwie habe ich das schon hingekriegt so und ja, ich konnte halt immer noch so dieses Vertrauen von den Trainern halt einfach viel mehr aufbauen und jetzt haben die gemeint, letzte Woche habe ich mich mit denen getroffen und dann meinten die ja, für nächste Saison, weißt du, da kannst du schon eines der Geist sein, auf jeden Fall. Und wenn ich halt weiterhin in der Halle bleibe, trainiere, so, dann ist schon vieles möglich, ja. Das ist auch immer nochmal wichtig, das finde ich zum Beispiel, das finde ich auch cool, das ist auch, glaube ich, fällt ja unter diesen Punkt, was du gesagt hast, mit dieser engeren Relationship zwischen Trainer und Spieler, so, wenn die dir dann auch einfach jetzt nochmal nach so einem Jahr halt dann trotzdem sagen, ey, für nächste Saison planen wir fest mit dir oder ist auf jeden Fall drin für dich, dass du so eine größere Rolle bekommst, ist ja für dich auch nice, dass du weißt, dass du mit so einem guten Gefühl in die Preseason gehen kannst, als wenn du jetzt so wüsstest, okay, keine Ahnung, ich weiß gar nicht so richtig so, was der Coach von mir hält oder wie auch immer so und so, ist ja dann, glaube ich, auch nice für dich. Also dann ist es zumindest mit so einem positiveren Abschluss, auch wenn es natürlich trotzdem hart war, jetzt vielleicht diese Saison keine Spielzeit bekommen zu haben. Mhm. Ja, definitiv. Also, wolltest du was fragen? Ich wollte nur, feiern die das auch so, dass du jetzt hier, ich meine, du bist ja mit einer der Einzigen, die hier sind gerade noch. Ja, stimmt, das ist eh krass, dass du gar nicht nach Hause fährst. Du bist gerade Spring Break quasi so mäßig, also frei und so, Dan ist halt hier und am Hustlen. Mhm. Und also bekommen die das dann auch sowas mit und merken so, okay, der Junge, der gibt extra Gas nochmal und sowas, oder ist es eher so ein, ich weiß nicht, oft kommt mir das immer so ein bisschen vor, bei mir war das immer so, dass die das so ein bisschen erwarten, die Trainer, dass du quasi extra Time noch reinputtest und das gar nicht jetzt so ein Ding ist, so wie, ey, nice, dass du hier bleibst und dass du nochmal wirfst und dass du nochmal mehr Krafttraining machst. Mhm. So, wie ist das hier? Ich denke mal so, nach dem Meeting, also es ist so eine Mischung aus beiden. Also klar ist es gut, dass ich in der Halle bin und das haben die auch so wirklich emphasized so. Also da meinten die wirklich so, ja, okay, das machst einen guten Job, du bist in der Halle, ich sehe dich immer in der Halle, weil die sind ja quasi, also die dürfen zwar nicht trainieren, aber die sind halt immer noch im Office, weißt du, die machen deren Computerkram und so. Und ja, deswegen, die sehen mich da manchmal in der Halle und da, also da sind auf jeden Fall positiv drauf und andererseits erwarten die das auch von mir, weil klar, ich möchte eine größere Rolle spielen, ich möchte auf jeden Fall eines der Go-To-Guys sein, deswegen muss ich auch dementsprechend die Zeit dafür finden, in der Halle einfach zu sein, ne? Ja. Abschließend, ich glaube, Lerner und ich haben immer so, wir fragen das jetzt immer jeden,
Was würdest du sagen, sind so deine Tipps, die du Leuten auf den Weg mitgeben würdest für Leute, die für Leute, die in Deutschland in der Jugend gespielt haben und den Weg ans College schaffen wollen? Was würdest du sagen, sind das auf der einen Seite zum Beispiel, also spielerisch, Sachen, wo du sagst, ey, da muss man vielleicht härter dran arbeiten oder die sind wichtig zu haben, um in den USA hier Fuß zu fassen, und natürlich auch so, keine Ahnung, was sind so nützliche Connections, die man vielleicht gut gebrauchen könnte, um irgendwie das sich ein bisschen zu erleichtern, ans College zu kommen? Das Erste ist einfach, erwarte einfach nicht zu viel. Einfach von der Spielzeit her erwarte einfach nicht zu viel, dass du halt direkt in der Freshman Season so eines der Guys bist oder so einen minimalen Impact bekommst. Das ist halt selten so. Das ist selten. Und andererseits ist es, trainiere an deinen Körper. An deinen Körper, also wirklich an deinen Core, wirklich an alles so, weil als ich hier gekommen bin, da war ich erstmal schon so ein, ich war schon dünn, und so im Gegensatz zu meinen Teammates, die waren schon alle sehr breit und körperlich einfach erweitert. Und an dieses körperliche Niveau muss man sich halt einfach gewöhnen, und man muss halt echt viel an seinen Körper arbeiten, mit den Strength Coach arbeiten und auch an Nutritionist, einfach gut sich zu ernähren und so, ist auch wichtig. Deswegen, ja, das sind so die einzigen Advice, die ich eigentlich einem Incoming Freshman geben würde, ja. Aber wie für die Jungs auch, die da hinkommen wollen, quasi ans College überhaupt zu kommen, so ein bisschen dieses so, ich bin jetzt in meinem letzten Jahr... Bevor du überhaupt schon quasi das Scholarship bekommen hast. Genau, weißt du, so, ich bin jetzt in meinem letzten Jahr im BBL, so wie denn, was soll ich machen, damit ich ein Scholarship bekomme? Einfach hart arbeiten, ne? Also ich würde sagen, so, sei einfach der Beste im Team. Einfach der Beste, bevor du überhaupt aufs College möchtest oder ein Scholarship bekommen möchtest, so, sei einfach der Beste im Team oder eines der Besten. So, bei manchen so Programmen wie Ulm, Bayern oder IBAM, so, wenn du da der Beste bist, dann ist es schon ganz gut, weißt du, da bist du ja auch im Radar, im College-Radar bist du halt auch so. Und da muss man einfach zusehen, dass man da einfach eines der besten im besten Academies halt wird, so, weil wenn du halt so Bankspieler bist, so, dann wirst du halt nicht weit kommen. Da wirst du halt nicht weit kommen. Und so Off-Court, halt so wie man das zu handeln hat, wenn man jetzt wirklich über so Interests hat oder sowas, hast du da vielleicht einen Tipp für ein paar Jungs? Also wie das jetzt wirklich so ist, dann wenn dich mal jemand anschreibt oder sowas? Also es ist auf jeden Fall, klar ist es halt geil, wenn man so die erste Nachricht bekommt so vom College Coach, weil man erwartet das ja auch so ein bisschen, aber so man ist ja mitten in der Saison, und da muss man sich halt einfach wirklich auf die Basketball-Saison fokussieren, damit man auch wirklich eine gute End hat, damit man auch so viele Tapes auch schicken kann und so. Und ja, einfach, also klar ist es halt cool, so eine Nachricht zu bekommen, aber man muss einfach locked in sein und sich fokussieren auf die Saison, ja. Nice. Hast du noch was, Sweetie Wayne? Nee, eigentlich nicht. Ja. Also genau, was sind denn, weil du jetzt, okay, also ist wahrscheinlich naheliegend, nächstes Jahr wahrscheinlich einfach eine größere, also eine Main-Guy-Rolle zu bekommen, aber so, was ist so dein Ziel, was du so in nächster Zeit verfolgst? Mein Ziel, meinst du jetzt so individuelle Ziele oder so Teamziele? Eher individuelle Ziele, aber natürlich auch Teamziele, also gerne beides. So, ich würde schon so, okay, wenn ich jetzt, also die Zeit verbringe so in der Halle, dann erwarte ich schon so All-Conference-Player zu sein. Jetzt nicht irgendwie Player of the Year oder so, aber ich würde schon so eines der Besten meiner Conference sein. Und auch meine Defense, also auch so der Defensive, All-Team-Defense würde ich auch auf jeden Fall erreichen wollen. Und da muss ich auf jeden Fall viel beweisen, so als Two-Way-Spieler. Da möchte ich halt einfach ja der Beste in meinem Team sein, würde ich sagen, ja. Nice, ja. Hört sich sehr gut an. Dan, ich danke dir erstmal schon mal für die nice Tour, die wir hier hatten. Wunderschön hier in Denver heute. Wir haben so Glück in letzter Zeit mit dem Wetter. Das Wetter ist sehr, sehr geil, ja. Also wir heute sagen. Da sieht der Campus direkt nochmal viel besser aus. Sieht so geil aus. Vielen Dank, dass du uns hier rumgezeigt hast. Ja, Mann. Tu mein Game out. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, genau. Kein Problem. Und danke, wir wünschen dir natürlich, bleib verletzungsfrei und eine gute Saison fürs nächste Jahr. Danke.